Hallo und herzlich willkommen zum Newsflash in der Adventszeit. Apropos Advent, was meint ihr, was zum Beginn der kalten Jahreszeit definitiv nicht fehlen darf? Richtig, Glühwein und Weihnachtsleckereien. Ende letzten Monats hat der Göttinger Weihnachtsmarkt seine Pforten endlich wieder geöffnet. Für alle, die es noch nicht wissen, neben der unter Studierenden sehr beliebten Getränke- und Verpflegungsstände gibt es auch eine Reihe von Ständen, die ihre handgefertigten Produkte anbieten. In Hinblick auf das doch recht schnell herannahende Weihnachtsfest und das allseits bekannte Last-Minute-Geschenke-Shopping mit Sicherheit eine sehr beruhigende Alternative. Wer bis dahin sich aber lieber nach langen Unitagen ordentlich einheizen möchte, der kann täglich bis 20.30 Uhr den anstrengenden Tag auf dem Weihnachtsmarkt ausklingen lassen. Und auch eine abschließende Runde auf dem Riesenrad drehen. Na dann, Prost! Wieder einmal ging ein Nobelpreis nach Göttingen. 45 sind es jetzt an der Zahl. Stefan Hell ist der diesjährige glückliche Träger der höchstmöglichen Auszeichnung in der Wissenschaft. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Mit ihm wurden auch die amerikanischen Wissenschaftler Eric Betzig und William Morner ausgezeichnet. Gemeinsam haben die Forscher eine spezielle Mikroskopiertechnik entwickelt, die es erlaubt, mit einer bis zu 10-mal besseren Detailschärfe die Abläufe in den lebenden Zellen zu untersuchen. Und das ist ein wichtiger Beitrag, vor allem für die Krankheitenforschung. Wir sagen auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch. Vom 21. bis 30. November fand das 35. Europäische Filmfestival in Göttingen statt. Und vive la France, in diesem Jahr stand das aktuelle Kino aus Frankreich im Mittelpunkt. Daneben erfreuten sich insbesondere die italienischen Filme große Aufmerksamkeit. Aber auch Produktionen unter anderem aus Griechenland, Russland, Schweden, Irland, Großbritannien, aber natürlich auch Deutschland. Und das Besondere daran ist, dass die Filme in Originalfassung mit Untertitel gezeigt worden sind und so manche Filmemacher auch direkt vor Ort waren, um ihre Werke persönlich zu präsentieren. Augenschmaus in der Zentralmensa. Am 27. November wurde die Vernissage Diplom eröffnet. Bei der Ausstellung werden künstlerische Arbeiten von den diesjährigen Diplomanten der Nikolaus-Kopernikus-Universität unserer polnischen Partnerstadt Thorn gezeigt. Eine Gruppe polnischer Studierender reiste mit ihrem Dozenten nach Göttingen, um die Ausstellung feierlich zu eröffnen. 9 Künstler dürfen ihre Werke in der Zentralmensa ausstellen und können noch bis März gesehen werden. Noch ein kleines Weihnachtsrätsel haben wir für euch. Was haben die Feuerzangenbowle und Brasilien gemeinsam? Ich wäre zumindest nicht drauf gekommen. Der Zuckerhut. Und um den und vieles mehr geht es beim Kulturabend Brasilien, der dieses Mal am 8. Dezember im Foyer International stattfand. Auf dem bunten Programm standen unter anderem ein Brasilien-Quiz, ein Forro-Tanzkurs und natürlich wurde auch mit landestypischen Spezialitäten für das leibliche Wohl gesorgt. Zum Runterspülen gab es auch Caipirinha und Guarana. Leider alkoholfrei, schließlich handelte es sich um eine offizielle Veranstaltung unserer Uni. Aber zum Glück war die gute Laune auch ohne Alkohol allemal gegeben. Gleich 2 Premieren feierte das Theater im OP in diesem Monat. Und dann gab es keines mehr, ist eines der Stücke, bei dem wir für euch vor Ort waren. Die Inszenierung basiert auf dem gleichnamigen Krimi von Agatha Christie und spielt im England der 30er Jahre. 10 Personen treffen sich auf einer einsamen Insel und sind plötzlich abgeschnitten vom Rest der Welt. Und dann stirbt der Erste. Kurz und knackig lässt sich das Stück Fieberreigen treffend in einem Satz beschreiben. Das Grauen geht um. Der Schauspieler Götz Lautenbach spielt auf der Bühne in der Notaufnahme des Tops niederländische Horrorgeschichten aus 2 Jahrhunderten. Wenn ihr also Gruselstimmung der besinnlichen Weihnachtszeit vorzieht, ist das genau das Richtige für euch. Und nicht vergessen, mit dem Kulturticket bekommt ihr freien Eintritt. Das Univision-Team wünscht euch schöne Feiertage und schon mal einen guten Rutsch. Bis dann im neuen Jahr. Macht's gut! Boah, voll kalt hier. Hey. Oh Gott! Und jetzt geht's auf den Weihnachtsmarkt! Tschüss! Hey.
Das wäre auch zu lang geworden.